Schön, dass so ein Teil wieder aus der Mittagspause zurückgekommen ist. Ich werde mich jetzt hier mit Mobile Device Management beschäftigen. Das ist so ein Buzzword, was ich mir mal gut gar nicht merken kann. Basierend auf der Technik von Zpush, das hat da eben den Bezug zum Open Source. Das werde ich da mal erzählen. Und da werden wir gleich mal in so eine kleine Übersicht des Vortrages einsteigen. Also es wird einmal eine kleine Begriffsklärung geben, weil dazu kann man eine ganze Menge durcheinander kriegen. Und dann wollen wir ihn auch einheitlich durcheinander bringen. Dann werde ich etwas über Active Sync sagen. Das ist so eine der wesentlichen Technologien, die sich da durchgesetzt haben. Dann über das Zpush Open Source Projekt, was sich dahinter verbirgt. Was Zpush so an Funktionen hat. Und dann das Oberbuzzwort BYOD heißt Bring Your Own Device. Meine Sicht darauf werde ich nachher noch mitteilen. Und dann haben wir noch viel Zeit für Fragen, weil das Ganze wird also relativ knackig sein. Also es ist nicht zu befürchten, dass es so lange wird wie das, was ich heute Morgen gemacht habe, weil es hier eben eigentlich ein bisschen übersichtlicher ist und meist eben die Fragen, wie eben das schon heute Morgen gesagt wurde, und die Kommunikation mit den Besuchern wichtiger ist, als hier immer also Screens abzuspulen oder ich sag mal Spielfilme in Slideshow vorzuspielen. Ich möchte da einmal also eine Begriffsklärung machen. Was versteht man unter Mobile Device Management? Also da muss man einmal jetzt da rauskramen, was ist ein mobiles Device? Das ist ja eigentlich ein Gerät, was es ja so sehr lange noch nicht gibt. Also ich würde mal sagen, so in der Form, dass es wirklich überall zu finden ist und mit irgendwas kommunizieren will und verwaltet werden will, würde ich mal ungefähr sagen 3 Jahre. 3 Jahre, das ist wirklich auch in den Firmen, bei den Chefs. Also das ist ein Gerät, was wirklich von der Chefebene dem Administrator übergestülpt wird. Also Sicherheitsprobleme, die früher also die Firmen regierten, werden also jetzt im hohen Bogen davongeworfen, weil Chef mit seinem iPhone irgendwas machen muss auf dem Firmenrechner, nicht? Und da sind dann eben diese beiden Punkte. Wir haben einmal ein zentrales Management, also es gibt Mobile Device Management, was wirklich eine zentrale Verwaltung von Geräten möglich macht, auch über die drahtlose Verbindung. Da bin ich aber so, also noch bei meinen Recherchen bisher der Meinung, dass da der BlackBerry das einzige Gerät ist, was das wirklich ernst zu nehmen umsetzt. Also das ist wirklich eine Funktion, wo ich als Administrator von der Ferne die Kamera abschalten kann, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, dass der Chef Bilder twittert. Nicht? Da gehe ich einfach an meine Management-Konsole da von BlackBerry und sage hier, Kamera bei Chef aus, Mail aus. Kalender aus. So, telefonieren, gut, soll er noch können. Und das kann ich also dort eben zentral regeln, auch wenn die Geräte nicht in der Firma sind. Aber das BlackBerry-Konzept bietet eben noch so andere Problem-Eckpunkte, also weil das eben immer diese über die RIM-Server geht. Aber grundsätzlich sind die eben, was das Verwalten externer Geräte angeht, meine ich, derzeit führend und deswegen auch in vielen Firmen eigentlich das gewünschte Gerät, obwohl die Funktionalität nicht mehr das ist, was man sich inzwischen von unter Mobilgeräten vorstellt. Das andere ist eine, ich sag mal, lokale Profilverwaltung. Da bin ich momentan nicht ganz auf dem Laufenden, wie das bei den Androids aussieht, ob ich wirklich das Gerät soweit über eine USB-Verbindung als Administrator deployen kann, dass ich sage, ich hätte gerne dieses Profil da drauf, ich hätte gerne diese Schlüssel da drauf, diese Zertifikate, damit eben die Kommunikation mit der Firma möglich ist. Also für die BlackBerries, für die iPhone, also iOS-Geräte und ich meine auch für die Androids gibt es solche lokalen Management-Systeme, die eben dann bestimmte Funktionen, die Möglichkeiten gibt, Programme nachzuinstallieren, das zu verbieten, weil das ist, sowas möchte man haben. Dann kommt da die Synchronisation des PIMs. Das ist also nichts Böses, das ist also Personal Information Management. Darunter versteht man im Prinzip die klassischen Objekte, die man im Outlook findet. Das heißt Kalendereinträge, Kontakte, Mail und Aufgaben. Das wird eben dann auf diese Geräte synchronisiert und das ist also eigentlich das, was man ursprünglich immer wollte. Ich will den Kalender, den ich auf meinem Computer habe, auch auf meinem Telefon haben. Dann spielt eine Rolle das Remote Vibe. Das ist insbesondere für sehr viele Firmen interessant und wichtig. Wenn also mein Vertriebler im Zug sein Telefon liegen gelassen hat mit sämtlichen Kontakten, kann das ärgerlich sein.
Das kann einmal von einer Firma schaden, zum anderen kann es meinem Image schaden. Und über die Remote-Vibe-Funktion ist man in der Lage, über verschiedene Verfahren ein Mobilgerät von Ferne zu löschen. Ich glaube, es ist in letzter Zeit ja auch auf dem Heise-Ticker mal breitgetreten worden, dass man da eigentlich nur präparierte Webseiten basteln muss, um bestimmte Android-Versionen dazu zu bringen, sich selber zu formatieren. Dazu sage ich auch noch ein bisschen was. Das ist also wirklich ein lustiges Verfahren. Wenn man ein vernünftiges Backup hat, ist das eigentlich nicht so schlimm. Also wenn man eben sich an die Spielregeln hält, also eben alles bei Google hat seine Daten, alles irgendwo zentral hat, dann nehme ich halt ein neues Gerät, melde mich mit meinem Profil an und rumsdibums habe ich all meine Daten wieder da, wo sie sind, dann ist auch ein versehentliches Remote-Vibe nicht so schlimm. So, was man dann auch noch als Begriff häufig hört, sind eben diese Push-Dienste. Das heißt, ich möchte eigentlich jemanden erreichen oder eine Nachricht schicken, ohne dass er es selber abrufen muss. Und ich möchte ihm also einen Hinweis schicken, hier, Vorsicht, Glatteis, fahr heute Morgen langsamer. Und dass er nicht eben dafür sein Mailprogramm öffnen muss, sondern eben, dass über die Mechanismen in den Telefon automatisch mitgeteilt wird. Wie das technisch realisiert wird, werde ich nachher noch kurz ansprechen. Aber das sind so die Begriffe, die manchmal ein bisschen also unterschiedlich ausgelegt werden. Und ich habe sie jetzt mal für diesen Vortrag so definiert. Dann fangen wir mit dem Active Sync an. Ich habe das jetzt da oben nochmal Exchange vorgeschrieben, weil Active Sync ist im Prinzip sind mehrere Verfahren. Ich weiß nicht, ob das noch bei einigen bekannt ist. Also es gab früher mal das Active Sync sozusagen als lokales Verfahren mit so einer kleinen USB-Docking-Station, hat man seinen Palm mit dem lokalen Outlook synchronisiert. Das ging eben über so eine, ja, mit USB oder damals seriell sogar noch angeschlossenen Dockingstation. Dann wurden die Daten synchronisiert. Und das ist auch so einer meiner Running Gags, die ich auf Veranstaltungen immer habe. Ich kenne eine Firma, die haben auf dieser Basis Workgroup betrieben. Die haben 5 Dockingstations und einen Palm gehabt und sind dann mit dem Palm von einem Rechner zum nächsten und darüber haben sie eben dann ihre gesamten Kalender und Kontakte synchronisiert. Es also war also wirklich die klassische Turnschuhprotokolllösung, aber es war also eine lustige Sache und relativ günstig zu den Zeiten, weil es da wirklich noch kaum Möglichkeiten gab, sowas zentral zu regeln. Dieses Exchange Active Sync, von dem ich jetzt hier spreche, ist im Prinzip ein ähnliches Protokoll, was aber nicht mehr an den Draht gebunden ist, sondern eben an Datenübertragung über WLAN, über GSM, über UMTS, also ein TCP-IP-Protokoll. Hat sich auch mal eine Zeit lang Active Sync over Air genannt. Dieser Name ist aber, glaube ich, verschütt gegangen. Inzwischen sagt man eigentlich Active Sync und meint aber diese über das Netz gehende Synchronisation und nicht mehr die lokale mit dem Kabel. Da ist es eine Protokolldefinition, die schon sehr, sehr lange eben von Microsoft benutzt wird. Und es war eigentlich so, dass viele es re-engineert haben. Da gehören auch die Produkte zu, die wir vertreiben, dass die eben anfangs das nachgebaut haben, was da funktioniert, versucht haben, das Protokoll zu lesen, auszuwerten, nachzubauen. Das war relativ schwierig. Und im Rahmen dieser Antitrust-Maßnahmen gegen Microsoft der EU ist Microsoft dazu übergegangen, hat gesagt, okay, wir müssen euch ein bisschen entgegenkommen. Und eines der Entgegenkommen war eben dieses Protokoll für das Active Sync zu veröffentlichen, in dem Sinne, dass es also dokumentiert ist und für alle zugänglich ist, wie es funktioniert. Nicht, wie man es macht, das kann jeder selber tun, aber was die einzelnen Protokolldefinitionen sind, das ist jetzt offen. Und man muss dann nicht mehr bei Microsoft einen Partnervertrag abschließen, der im Jahr irgendwas, ich glaube, im sechsstelligen Bereich kostete, nur damit man immer über die aktuellen Active-Sync-Protokoll-Definitionen informiert wird. Das ist weggefallen. Das öffnete natürlich die Türe für Entwicklungen, die man selber machen kann oder die man nachträglich von Entwicklern macht. Was kann dieses Active-Sync? Klar, es kann dieses PIM-Management, also diese Outlook-Objekte verwalten. Das heißt also, ich kann damit Kalendereinträge synchronisieren, ich kann damit Adresseinträge synchronisieren, ich kann meine Mail damit abwickeln und ich kann meine Aufgaben damit abwickeln. Das ist in dem Active Sync Protokoll drin. Dann gibt es die Möglichkeit, darüber ein Remote Vibe anzustoßen von Serverseite. Das heißt also, ich kann je nach Implementation auf dem Server über eine Web-GUI sagen, ui, ich habe gerade eben mein Telefon verloren, bitte lösch das. Falls ich es wiederfinden sollte, muss ich mich wieder synchronisieren, aber es kann da keiner mehr Unfug mitmachen, solange das Ding noch am Netz ist und nicht gejailbreakt oder geroutet wird, um das zu umgehen. Bei den
Also das sehen wir nachher noch in dieser Übersicht der einzelnen Geräte. Da ist noch ein Unterschied durch dieses beim Android existierende Sandboxing der einzelnen Programme ist, in dem Moment, wo man ein Zusatzprogramm verwendet, was diese Synchronisation mit dem Exchange macht und nicht das eingebaute, sind sozusagen dort nur die Daten innerhalb dieser Sandbox betroffen. Das heißt, ein Remote Vibe betrifft nur die Sandbox und nicht die gesamte Maschine. Benutzt man aber ich glaube jetzt ab der Version 4 funktioniert das Ding wirklich super, die eingebaute Synchronisation mit dem Exchange, dann grillt sich das Ding tatsächlich komplett mit sämtlichen eingesteckten SD-Karten. Das ist auch immer gut, weil die häufig bei dieser Aktion nicht auf dem Plan ist. Und dann heißt es ja super, ich synke mir alles wieder von Google runter und dann, ach, wo waren denn meine Fotos noch? Ja, gewiped. Und da gibt es eben noch lustige Effekte, die wir da nachher auch nochmal mit angucken können. Und das Active Sync ermöglicht auch Push-Dienst in dem Sinne, dass ich also über Benachrichtigungen von Terminen, über Aufgabenfälligkeiten und über Mail sozusagen vom Server informiert werden kann. Das heißt also, ich muss nicht jetzt zwingend bei mir eine Erinnerung setzen. Wenn jemand anderes das Erinnerungsfleck bei einem Termin setzt, würde ich darüber informiert werden. Also wir haben das letzt festgestellt da bei dem Testen von der neuen Zpush-Version. Da kann man eben vollautomatisch auch fremde Kalender auf die Telefone deployen, ohne dass der Einzelne was tun muss. Das ist immer lästig. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal mit diesen Kalenderfunktionen auf den Telefonen gearbeitet habt, so iCal-Kalender abonnieren. Das ist eine fürchterliche Qual, das einzutippen. Häufig kommen dazu dann noch Oberflächen, die einem versuchen zu helfen. Obwohl ich genau weiß, was ich da eingeben muss, muss ich dreimal die Hälfte eingeben, damit er mir jedes Mal sagt, da fehlt noch was. Jetzt würde ich gerne noch das kriegen. Ihr könnt mir gleich alle zeigen, dann fülle ich sie aus und gut ist. Aber das sieht das Ding leider nicht vor. So, und wenn ich dann also so eine URL da eintippen muss, da passieren halt Fehler und das ist auch übers Telefon kaum mit Kunden so zu machen. Also da kann ich jetzt auf dem Server sagen, gib mal diese Ordner an die einzelnen Telefone und da sind wir eben drüber gestolpert. Wenn ich da Kalender mit weitergebe, also ich habe eine Gruppe von 5 Leuten, die alle den Kalender bekommen, dann kriegen die mit mal auch ihre Erinnerungen. Das heißt also, der eine hat Geburtstag oder muss dann denken, für Oma Blumen kaufen und bei allen 5 poppt es auf, zack, 11.15 Uhr, Oma Blumen kaufen. Da waren die nicht so ganz glücklich, da hatte man dann eben, muss man überlegen, was will ich jetzt? Will ich jetzt wirklich automatisch alle Kalender haben? Muss ich mir die Arbeit machen, die selber zu holen? Oder lebe ich mit diesem, es ist kein Bug, es ist ein Feature, weil die Rechte, die ich auf so einem Kalender haben muss, damit ich die so einbinden kann, bedeuten, dass ich, diese Erinnerungen bekomme und dann ist es passiert. Also wir sind da noch am Überlegen, ob es da irgendeinen Weg rum gibt, aber das Protokoll sieht es so vor und dann sagt man sich eben, okay, ja, war gut gemeint, aber nicht so ganz geworden. Der Push-Dienst vom Active Sync, der Punkt funktioniert über einen Langzeit-HTTP-Request, nennt sich das. Das bedeutet, ich habe im Prinzip eigentlich keinen Server, der mir Bescheid sagt. Diese Technik kann nach meiner Erkenntnis derzeit gegebenenfalls noch das iPhone in bestimmten Netzen. Der BlackBerry kann es, weil die eben über eine eigene Infrastruktur, was das Netzwerk angeht, Informationen verschicken können. Also die können wirklich unabhängig von den Providern auf einem Kanal eine Information zu den Geräten schicken und sagen, hier, mach Alarm. Das sind die anderen Geräte, machen mehr einen passiven Push-Dienst. Die haben eine dauerhafte Verbindung zum Server und in dem Moment, wo der Server sagt, ich habe was für dich, schmeißt er diese Verbindung weg. Daraufhin kriegt der Client einen Schreck, sagt, hui, ich habe meine Verbindung verloren, baut sie wieder auf und man hat die Push-Meldung und hat das Gefühl, die wäre gepusht worden, obwohl es eigentlich wirklich ein klassischer, ich habe da was für dich oder ich melde mich mal an, wenn da was ist. Aber die Information geht eben nicht in einem Rhythmus, sondern auf Anforderung, dass ich sage, jetzt ist eine Information verfügbar, ich lasse deinen Request abfallen, damit baust du ihn wieder auf und der Push-Dienst funktioniert. Diese Mechanismen sind also so in dem Active Sync realisiert. So, dann Zpush, das Open Source Projekt, ist also eins meiner Lieblingsprojekte, was wir bei Zarafa haben. Das sind also Sebastian und Manfred, die haben hier mal in Hamburg studiert. Der Sebastian kommt ursächlich, also er ist in seiner Jugend in Brasilien gewesen und er hatte damals gesagt, als er hier bei Zarafa da dieses Zpush programmiert hat, also in dem Moment, wenn ich mit meinem Studium fertig bin, arbeite ich für eure Firma gern weiter, aber ich möchte in Brasilien arbeiten. Und dadurch hat also Zarafa jetzt in Belo Horizonte eine Filiale in Brasilien
Und er hat dann seinen Studienkumpel Manfred mitgenommen. Die beiden kommen, ja, so 2-3 Mal im Jahr sind sie hier, dann kann man mit ihnen wieder klönen. Das Schöne mit denen ist, dass sie eben durch den Zeitversatz, also im IRC zu Zeiten verfügbar sind, wo man eigentlich nicht damit rechnet. Also wenn man nachts um 3 irgendwie ein Problem hat und geht in den IRC-Channel von Z-Push oder von Zarafa, dann kriegt man manchmal prompt Antworten, weil die gerade in bester Arbeitslaune sind da und nicht, wie man erwarten würde, alles schon schläft. Nicht? Und das ist also so, und wie gesagt, die beiden machen eben Hauptsache diese Z-Projekte, deshalb habe ich da jetzt geschrieben, das ist das Z-Team. Wir haben also einmal ein Z-Merge, das dafür zuständig ist, Datenbanken im Hintergrund mit unserem Personal Information Storage, dem MAPI Storage vom Zarafa Server zu synchronisieren. Das heißt also, man kann damit zum Beispiel Sugar CRM synchronisieren über diese Datenbankschnittstelle. Und eine andere Version davon ist eben das Z-Push, und das ist eine Open Source Umsetzung des Active Sync Protokolls. Das Projekt ist eben bei SourceForge gelistet, es kann hier jeder sich runterladen, es ist der gesamte Source-Code vorhanden und es ist nie anders geplant gewesen, das als Open Source zu machen. Ich weiß, eine Überlegung da drin war, wir machen es als Open Source, weil dann kann es uns egal sein, wenn uns Microsoft in den Hintern tritt, weil wir damit also kein kommerzielles Produkt haben, mit dem wir Geld verdienen, sondern es ist halt ein Open-Source-Projekt und dann kann man sagen, wir waren es nicht. Das haben halt irgendwelche Entwickler gemacht. Nicht? Inzwischen ist das eben durch diese EU-Geschichte nicht mehr relevant. Es ist insgesamt umgesetzt über PHP. Also wer Zarafa nicht kennt, da jetzt die Architektur, kann ich gleich nochmal kurz ansprechen. Aber es ist in MySQL abgelegte MAPI-Datenbank, die dann über eine von Zarafa und auch dem Z-Push-Team entwickelte MAPI-Lib in PHP abgefragt wird und bearbeitet werden kann. Und das Ganze ist also aus meiner Sicht ein gutes Beispiel dafür, dass PHP noch nicht tot ist und auch in relevanten und großen Projekten noch eine Rolle spielt. Denn also vielfach hört man eben schon, also ich arbeite eigentlich ganz gerne mit PHP, so ein Abgesang, also wer nicht irgendwie Ruby on Rails macht oder sowas, hat eh schon irgendwie das Ganze, ist alles 80er. Nee, also ich komme mit PHP ganz gut zurecht und dieses Projekt ist ein deutliches Beispiel dafür, dass das immer noch State of the Art ist. Der Support für das Z-Push-Projekt findet über die Foren statt, weil da habe ich URLs nachher noch drin, und über den IRC-Channel. Und es ist so ein bisschen für die Kunden so ein bisschen schwierig, weil Z-Push eben ein Teil von Zarafa ist, damit auch ein Teil der kommerziellen Lösung, die sie benutzen. Aber dieses Projekt so ein bisschen da außen vor liegt, bloß ich habe bisher keine Probleme, dass wir da nicht schnell Support bekommen haben. In dem Moment, wo das über Sachen läuft, die in der Maintenance sind, sind selbst die Wege über die Foren und über die IRC-Channel oder manchmal auch über Twitter sehr schnell. Und diese Entwickler, also unsere Brasilien-Unit, die sind auch also wirklich, kann man immer fragen, also wir haben sie, wie gesagt, 1-2 Mal im Jahr, einmal zum Summercamp im Sommer, wie der Name schon sagt, dann zur CeBIT im März, sind die hier in Deutschland und wenn wir da zu Besuch sind, also auf der CeBIT ist es also wirklich immer legendär, man kommt da irgendwie nachts um 1 irgendwie vom Kegeln da wieder zurück und sitzt dann da noch am Tisch zusammen und dann fragt man den Entwickler irgendwas und da kann also sein, in welchem Zustand er auch ist, man kriegt da sinnvolle Antworten. Also es ist wirklich erstaunlich, die stecken in ihrem Source drin, kennen den in- und auswendig und helfen dann auch, wenn es geht. Nicht? Andererseits habe ich eben festgestellt, in dem Moment, wo man jetzt sie nicht kennt und in den Foren eben Informationen haben will, die wirklich zu banal sind, kriegt man manchmal so ein bisschen frustrierende Nachrichten wie, ja, liest dir den Source-Code durch, es steht alles drin. Das ist manchmal für einen Einsteiger nicht so ganz einfach, nicht? Also weil gerade diese MAPI-Objekte, wie die aufgebaut sind, das nachzuvollziehen, ist ein bisschen hagelig. Und da würde man sich manchmal freuen, wenn sie dann ein bisschen zutraulicher wären. Aber das ist nun mal halt ihre Art und da sind wir dann so noch ein bisschen zwischen, dass wir sagen können, okay, wir haben da schon mal ein Projekt gemacht, wo ein Kunde LDAP-Adressen gesynkt hat über diese Mechanismen, da könnt ihr euch das abgucken und dann, wenn man dann spezielle Fragen hat, wo es wirklich darauf geht, also okay, ich habe es verstanden, ich weiß, was ich machen soll, dann kriegt man von ihnen auch Antworten. Nicht? Aber die Sache, weißt du was, ich habe keinen Bock zu tippen, mach mal, da beißt man halt auf Granit. So, was kann jetzt das Z-Push? Das Z-Push kann dieses Active-Sync-Protokoll nicht simulieren, sondern ausführen.
Und das Ziel war eben damit, möglichst viele Endgeräte möglichst einfach zu synchronisieren. Also wir haben das relativ früh bei der Groupware gehabt, dass die Leute fragten, ja, was ist mit Mobiltelefon? Können wir die anbinden? Können wir in Zukunft alle Geräte anbinden? Wir hätten gerne eine Garantie, dass alle gehen. Das ist natürlich so, eine Garantie, dass jedes Mobilgerät, was irgendwann mal rauskommt, geht, ist schwierig. Aber wir haben irgendwann gesagt, alle Geräte, die Active Sync können, die wollen wir unterstützen. Damit fallen einige Sachen raus, wie dieses, die anderen Sync-Verfahren, der Funambul und also ein paar Verfahren gibt es ja noch, immer noch, die auch noch marktrelevant sind. Aber eigentlich hat inzwischen dieses Active Sync nahezu alles abgefeiert. Der Vorteil dabei ist, dass wir ein variables Backend haben. Das werde ich gleich nochmal einer Grafik zeigen. Das heißt also, wir können es eigentlich an eigene Projekte anbinden. Es muss nicht unbedingt ein Mail-Server sein. Ich kann damit zum Beispiel auch eine eigene Web-Applikation ansprechen. Oder beziehungsweise die kann dieses Z-Push ansprechen und mir dann eine Mail schicken oder einen Kalendereintrag machen, ohne dass ich damit jetzt einen ganzen Exchange oder ein ganzes Kontaktmanagement nachbilden muss. Möglichkeiten, was man da machen kann, können wir gleich nochmal drüber nachdenken. Aber wir haben eben keine Festlegung auf ein bestimmtes Backend. Wir realisieren damit eben dieses Quartett der Personal Information Management Geschichten. Wir realisieren damit ein Remote Vibe. Wir haben das bei uns also in unserem Webinterface als Plugin drin, dass sich da der User sich anmelden kann. Er sieht, welche Geräte angemeldet sind oder er schon angemeldet hat mit seinem Account und er kann dann von dem Webinterface aus auslösen, dieses Gerät bitte löschen. Genauso wird eben Push realisiert mit dem Z-Push. Der Name spricht dafür, dass es geht. Und dann gibt es auch, also was jetzt in der Version 2.0 neu ist, was sehr schön ist, ist das Z-Push-Top und das Z-Push-Admin. Das sind Kommandozeilen-Tools, mit denen ich meine Mobilgeräte verwalten kann. Das heißt also, das Z-Top zeigt mir, in welchem Zustand sind die einzelnen Geräte. Das rufe ich also auf der Kommandozeile auf. Dann bekomme ich eine Liste der einzelnen IDs der Geräte. Wer ist angemeldet, wer synchronisiert, wer ist irgendwie nicht da. Und ich habe also wirklich einen Zustandsbericht. Was machen meine Mobilbenutzer? Funktioniert es bei allen? Wenn da eben die Meldung kommt, bei mir sind wieder die ganzen Kalenderdaten irgendwie out of sync, da stimmt irgendwas nicht. Dann kann man eben gucken, sagt, ja, es ist verbunden, es ist soweit alles gut. Und bei den älteren Versionen Z-Push und beim Exchange kenne ich es eben so, dass man sagt, okay, wenn irgendwas out of order ist, dann meldest du dich halt an dem Gerät ab, löscht deinen Account, trippst ihn nochmal neu ein, meldest dich wieder an, wartest, bis es synchronisiert ist und alles ist wieder gut. Das ist ein Vorgang, der manchmal über Telefon ein bisschen unschön ist, weil man die ganzen Serverdaten, die Passworte zur Hand haben muss. Das scheitert oft. Und da ist eben dann dieses Z-Push-Admin eine Variante, mit der ich bestimmte Aktionen durchführen kann. Ich kann damit also jetzt ein einzelnes Gerät komplett synchronisieren. Dass ich sage so, ich gucke mal an, der User hat ein Problem, er hat das Problem mit diesem Gerät und dann sage ich, dieses Gerät bitte nochmal komplett synchronisieren. Das geht über die Kommandozeile, da braucht der User gar nichts machen. Und dann erzwinge ich sozusagen eine neue Synchronisation des Gerätes. Ich kann auch bestimmte Mechanismen damit löschen, zurücksetzen, kann Geräte rauswerfen. Das ist auch teilweise abhängig dann von den Versionen der Geräte. Da habe ich so eine nette Übersichtsliste, die ist aber nur eigentlich nur zum Amüsieren. Viel lesen kann man da nicht, das muss man sich im Internet angucken. Und wie gesagt, es gibt ein Mobile Device Management Plugin für unseren Web Access, der dann sicherstellt, dass ich eben das Gerät auch userfreundlich verwalten kann. So, das ist jetzt ein kleiner Blick auf die Architektur. Ich habe also hier unten die verschiedenen Mobilgeräte, dazwischen habe ich das Z-Push und was ich dafür brauche, damit das funktioniert auf dem Server, ist eigentlich nur ein Apache und ein PHP. Das sind eigentlich so die Basisvoraussetzungen. Auch da ist es nicht festgelegt auf den Apache, es gehen auch andere Webserver, aber PHP ist halt gesetzt. Und dahinter habe ich dann diese sogenannte Differential Engine, die dafür sorgt, dass ich mit verschiedenen Backends arbeiten kann. Und diese Differential Engine, das ist eben eine Möglichkeit, wo ein Entwickler ansetzen kann und sagen kann, ich mache mir meine eigene Differential Engine für meine Webanwendung.
und füttere damit die Endgeräte mit den Informationen, die mir in diesem Personal Information Manager zur Verfügung stehen. Das heißt also, ich habe dann vielleicht nur ein Postfach, wo eine bestimmte Information an die Endgeräte geschickt wird. Hier sind jetzt also die Engines zu Zarafa, die ist natürlich optimal gepflegt, weil die eben für uns eben systemwichtig ist. Das Mail-Dir-Backup ist, soweit ich weiß, relativ gut. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Pflegestand das ist. Ich habe dann noch ein Backend für V-Cards. Das heißt also, ich könnte irgendwo Visitenkarten ablegen auf einem Server und sie über dieses Gerät mit den Endgeräten synchronisieren. Das heißt, ich habe zentrale Adressverwaltung. Ich habe ein IMAP-Backend, mit dem ich also jetzt zum Beispiel einen Cyrus-Mail-Server dann eben einbinden kann. Das heißt, ich muss eigentlich, um mobile Geräte mit Informationen zu versorgen, nicht auf irgendeinen anderen Server gehen. Also ich kann meinen Standard-Linux-Server benutzen und behalten und einfach das Zpush einbinden. Das einfach dabei ist wirklich in Anführungsstrichen zu sehen. Es ist nicht so ganz einfach. Ich muss natürlich sehen, wie komme ich daran. Für die IMAP- und Mail-Dir-Geschichten ist das relativ gut dokumentiert gelöst, für V-Cards eben auch. Aber ich habe die Möglichkeit, eben die Funktionalität, mobile Endgeräte mit Informationen zu versorgen, unabhängig von einem bestimmten Server, indem ich dazwischen einfach dieses Zpush-Modul setze. Und das finde ich ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Und daneben ist ja noch dieses Modell Your Application, wo dann eben erläutert wird, also da könnte man jetzt so sein eigenes, seine eigene Webanwendung reinschreiben, dass man sagt, okay, ich möchte immer, wenn dieses oder jedes Event ist, die Leute darauf hinweisen, ich sage mal so, ich melde mich da auf einen Urlaubskalender an, dann kommt die Meldung, ja, dann du musst jetzt in Urlaub, bleib zu Hause. Und aber wie gesagt, diese Mechanismen kann man eben dort einfach durch Programmierung von normalen Linux-Servern und auch, ich sage mal, mit übersichtlich komplizierten Programmierung regeln. Daneben ist jetzt nochmal so ein Modul, also wo die einzelnen Protokolle beschrieben sind. Ich glaube, das geht hier jetzt ein bisschen weit, also dieses WB-XML, also es ist im Endeffekt ein XML-Protokoll, was da verwendet wird, was geparst wird und dargestellt wird. Also es ist kein Hexenwerk, was da passiert. Es ist einfach nur unendlich aufwendig und unendlich kompliziert, weil so Geschichten wie ein Termin wird verschoben oder eine Besprechungsanfrage wird gemacht, stellen diese Systeme immer noch vor große Herausforderungen, auch insbesondere, weil zwar das Backend geklärt ist, aber was mir der Client schickt, das ist immer noch, das sehe ich dann, wenn es ankommt, nicht? Und wenn der jetzt eben aus einem Termin, aus einer Terminserie macht dann ein Mobilgerät mit mal keine Serie, sondern 125 Einzeltermine, jetzt ändert jemand die Serie, dann sagt das eine System, ja super, ich ändere die Serie, also verschiebt sich das alles. Das andere System sagt, jo, okay, ich habe 125 Einzeltermine und der erste hat sich geändert. Das hat dann aber keinen Einfluss auf die anderen. Das sind dann so die täglichen Fröhlichkeiten, die dann da eben von Betriebssystem zu Betriebssystem der einzelnen Endgeräte auftritt. Aber grundsätzlich haben wir damit die Möglichkeit, mit Open-Source-Technik diese Hype-Geschichte Mobil-Device-Management in einem ganz erheblichen Teil abzubilden. Das ist jetzt die Geräteliste vom Stand Juli. Das ist wirklich schlecht zu erkennen, das gebe ich zu. Ich gebe da auch nur kurz so ein, zwei, drei Worte. Also wir haben empfohlene Geräte, dazu gehören eben die Microsoft-Phones, bis eben jetzt 8 konnten wir noch nicht testen, also 5, 6, 7 und 7,5. Dann gibt es die gesamte iOS-Palette von Microsoft, die empfohlen sind, und die Androids. Ab der Version 3 ist es eigentlich so, dass es wirklich sehr ordentlich funktioniert. Dann gibt es die Dinge, die einigermaßen gut funktionieren. Da gehören eben die Nokia ActiveSync, Nokia Mail zu und so weiter. Aber einige Geräte sind eben nicht so richtig toll implementiert. Da sollte man einfach mal einen Blick drauf werfen, weil sich diese Liste auch regelmäßig ändert, was auch die einzelnen Features angeht, was bereitgestellt wird. So, jetzt kommen wir noch zu diesem Thema Bring Your Own Device. Ich habe da mal reingeschrieben, Bring Your Own Shit. Das heißt also, jeder kommt da mit irgendwas angetrabt. Und meine Aufgabe als Administrator ist das jetzt, dieses Gerät sicher ins Netz zu bringen, nicht? Und dieses Bring Your Own Device, wie gesagt, es ist leider nicht nur Buzzword-Bingo, es ist tatsächlich Realität, dass wir in Firmen, ob es nun Tablets sind, ob es Mobiltelefone sind, das Ding soll da jetzt irgendwie funktionieren. Es soll möglichst auf irgendwelche Daten zugreifen und irgendwas verändern können über WebDAV auf die Server und so weiter und so fort. Und
Wie gesagt, der Admin staunt, der Datenschutzbeauftragte rauft sich die Haare und sagt, sag mal, also ich kann ja überhaupt nicht steuern, was die damit machen. Die kommen von außen über VPN-Tunnel in die Netze, werkeln auf den Daten rum. Da haben wir ja eben auch schon drüber gehört, diese Unterwegsarbeit bedeutet ja auch, dass ich auf den Geräten zwar immer aktuell sein will, immer mit den zentralen Daten versorgt sein will, aber eigentlich habe ich auf diesen Geräten gar keinen Platz, sowas zu verwalten. Das heißt also, ich komme da im Prinzip auf Cloud-Dienste, wo ich auch sagen muss, also Cloud, leider geil. Also ich habe auch hier meine Vorträge inzwischen in der Cloud liegen, weil ich einfach auf jedem Rechner oder auf meinem iPhone mal flugs da an der Präsentation arbeiten kann, ohne daran zu denken, das nachher wieder zurückzukopieren. Aber so richtig vom Datenschutz sagen, also relevante Sachen, also meine Folien mache ich, damit sie andere lesen und andere hören, da kann ich auch gerne in die Cloud packen, aber ich würde da keine Geschäftsberichte oder Ähnliches reinpacken wollen. Nicht? Aber die Frage ist jetzt eben, werden wir da zwangsweise mit in die Cloud getrieben oder haben wir eben Möglichkeiten, das auch mit eigener Technik zu realisieren? Und da würde ich ganz klar sagen, wir haben die Möglichkeiten, wir können eben mit einem Z-Push als Backend über das Active Sync zu den Geräten, über ein Web-Access, was den Zugriff auf Daten angeht und zum Beispiel so einem System wie den iXplorer, der mir eben auch mit Plugins für Mobilgeräte die Möglichkeit gibt, über eine davorstehende Hardware Zugriffe auf das dahinterliegende Netz zu machen. Aber dazu muss ich natürlich ein bisschen Aufwand betreiben. Dazu habe ich das mal BAMAN genannt, bleibt mir aus meinem Netz. Ich möchte eigentlich diese Geräte nicht in meinem Firmennetz haben, weil da kann ich nichts mehr steuern. Da können die einfach alles tun, was diese Geräte tun können. Und ich komme da ja gar nicht hinterher. Ich kann ja als Administrator gar nicht überprüfen, gibt es jetzt mit mal einen RDP-Client für die Dinger gut, der ist noch harmlos, der ist beherrschbar. Gibt es mit mal, also dass ich direkt auf Datenfreigaben zugreifen kann. Es werden damit mal Dateien kopiert, wo ich eigentlich möchte, dass sie nicht kopiert werden. Das kann ich also wirklich nicht regeln. Und deswegen habe ich gesagt, also das ist eigentlich eine kontaminierte Zone, die also für Geräte gilt, von denen ich nicht weiß, in welchem Zustand sie sind. Jemand kommt mit einem gejailbreakten iPhone oder mit einem gerooteten also Android und der läuft dann mein Mobil-Device-Management, womit ich die Profile lokal oder vom Server verwalte, indem er sagt, ja, okay, toll, du hast mir jetzt verboten, dass meine Kamera geht. Sagt Chef, ja, toll, das finde ich gar nicht nett. Ich gehe mal hier kurz an die Steckdose und lese mal den Bericht durch, wie route ich mein Android und rumsti-bumsti, kann er wieder auf seinem Telefon machen, was er will, macht seine Kamera wieder an und mein Device-Management kann ich also dann elegant knicken. Deswegen brauche ich also im Gegensatz zur entmilitarisierten Zone eigentlich eine militarisierte Zone, wo ich also mit lauter Feinden rechnen muss, die in meiner Firma sich rumtreiben. Und da packe ich all diese unbeherrschbaren Geräte rein. Und dieses eigene Netz ist also von der Tendenz her genauso gefährlich wie das Internet. Das heißt also, ich muss da die gleichen Schutzmaßnahmen auffahren, wie ich sie auch nach außen mache. Es ist sogar gegebenenfalls gefährlicher als das Internet, weil diese Leute, die sich in diesem System bewegen, über die Infrastruktur meines Netzes deutlich besser Bescheid wissen, als es ein außenstehender Hacker tut. Der müsste sich da vieles erst erarbeiten, was hier die Leute schon wissen. Deswegen sollte man eben dieses Segment komplett abtrennen und durch eine Firewall und durch klare, geregelte Protokolle zu den Servern lassen. Und zwar auch nur mit dem, was sie brauchen. Üblicherweise ist es da so, dass wir mit also SSL da eigentlich ganz gut klarkommen. Port 443 ist der, den man meistens braucht, um diese ganzen Applikationen da durchzuschieben. Also ZBrush zum Beispiel kommt komplett mit 443 aus. Wenn ich dann noch den einen oder anderen Webport brauche, 80 für WebDAV oder ähnliches, um dort eben entsprechend gesicherte Server anzusprechen, sollte das einfach auch möglich sein. Und man sollte sich da dann eben darauf verständigen, dass man sagt, okay, nur die Dienste und die Ports, die ich wirklich verstehe, gebe ich für euch frei. Und wenn ihr da einen anderen Service habt, der da mitmachen will oder in meine Firma rein will, nö, lasse ich weg. Ob man damit lange durchkommt, weiß ich nicht. Aber ich sehe also, dass wir mit diesem Konzept durchaus in der Lage sind, der Zentralerfassung von Daten durch Google, Apple und Microsoft eine ganze Zeit lang also noch eine Stirn bieten zu können, indem man einfach lokale Server aufbaut, die eben sowas bieten. Also ich biete es hier für unsere Kunden an, dass sie eben, die hier Mieter im Kit sind, diese Dienste nutzen können, weil sie eben teilweise das Know-how nicht haben, eigene Server zu betreiben.
Ich kann mit diesem System im Prinzip auf eine, also das war mal so ein Work, so eine Arbeitsaufgabe, die wir bei Zarafa gemacht haben, könnte man zum Beispiel den Zarafa-Server auf einer Fritzbox betreiben. Das ist also da nochmal ein bisschen gescheitert, aber was zum Beispiel geht, diese Synology NAS und auch, ich glaube, der QNAP NAS, die haben inzwischen Plugins, dass das Zarafa verwirklicht ist. Wenn ich die dann am Netz habe und durch den Port meiner Firewall durchlasse, dann kann ich meine eigene, von überall in der Welt erreichbare Mobil-Management-Lösung machen. Und das geht auch für kleine Firmen, weil die Datenmengen, die da bewegt sind, sind erstaunlich klein, meistens. Und ich komme dann auch mit diesen asynchronen DSL Leitungen durch, dass ich da also nicht unbedingt dran leide. Also ich habe Firmen, die, ja ich sag mal 15, 20 Mobiltelefone durchaus über eine DSL-Leitung mit nur Megabit Upstream abgefrühstückt bekommen, ohne dass sie da Sorgen mit haben. Und damit können wir uns wirklich in diesem vermeintlich uns in die Cloud treibenden System dieser Mobilgeräte, die eigentlich ja dafür gebaut sind, ihre Daten zentral hinzupacken und uns nur mit so einem Endgerät zu lassen und alles landet bei der Krake, da können wir uns gegen wehren. Man muss es bloß anfangen und wenn da eben Fragen zu sind, also ich halte nach wie vor dazu, dass also selbstbetriebene Dienste sind nicht 80er. Also ich befinde mich, glaube ich, immer noch mit meiner Denkweise in Teilen in den 80ern, also ich mache mir über Sicherheit Gedanken, aber grundsätzlich denke ich, dass man auch mit der so heutige Probleme mit dieser Technik lösen kann und nicht unbedingt zwangsläufig jetzt sagt, oh ja, es ist also ohne Cloud geht es nicht und ich möchte dann eben alles in die Cloud packen und das, was da oben noch drüber steht, wenn ich die Endgeräte nicht beherrschen kann, dann sollte ich nicht auch noch die Server verloren geben. Es spielt auch eine wichtige Rolle. Die Endgeräte sind ja, also der Vorwurf ist ja gerade nun gegenüber den iOS-Geräten, dass sie eben gekapselt sind, dass ich nicht viel selber dran machen kann. Es stimmt nicht so ganz. Im Rahmen einer Firma kann ich durchaus eigene Entwicklungen auf die Telefone bringen. Das hören wir, ich glaube, heute Nachmittag oder morgen auch hier noch. Und aber grundsätzlich habe ich keine Kontrolle über die Endgeräte, weiß nicht, was die Leute haben. Und wenn ich dann noch sage, okay, packt unsere Daten doch irgendwie sonst wohin, also dann kann ich wirklich mit Datenschutz und Datenkontrolle aufgeben. Und da ist also mein Credo zu sagen, ich möchte diese Dienste beim Kunden oder bei vertrauenswürdigen Hostern oder Providern betreiben, um eben solche moderne Technik auch mit vermeintlich altbackenen Konzepten anzugehen. Ja. Dann hätte ich jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen und habe hier noch eine Liste von URLs, wo eben Hilfe zu finden ist. Das eine ist die SourceForge-Seite von Zpush. Dann gibt es eben die Community-Infos von Zarafa, die sehr ordentlich sind. Und unten der IRC-Chat, wo man eben zu Zarafa Hilfe bekommen kann. Ja, dann Fragen. Alles klar. Hier noch einen Einwurf. Ein Ja. Ich sehe das Problem tatsächlich. Auf der Serverseite, welche Daten man überhaupt freigibt. Outlook, schön und gut, Kalender, bla bla bla. Letzten Endes ist die Firmensicherheit nie gegeben. Egal was auf dem Handy liegt, auf dem Mobilfunk, auf dem Mobile Device, es ist einsehbar. Von außen einsehbar. Ein Administrator kann gar nichts tun. Das kann man alles abfotografieren, wie auch immer. Ja. Also muss man ganz klar Firmenrichtlinien stricken, die sagen, das und das und das und das darf irgendwie freigegeben werden. Und die andere Seite eben, militarisierte Zone, da kann überhaupt nichts freigegeben werden. Das bedeutet aber auch, dass das typische Home-Arbeitsfeld, was man sich mal so gerne vorstellt, was die US-Amerikaner auch durchführen, so eigentlich nicht durchführbar ist. Selbst mit den besten Zertifikaten, die Daten landen immer im Home-Bereich, im End-Device. Ja. Die sind da, die sind abrufbar. Ja. Egal wie. Deswegen sehe ich das Problem von Zpush irgendwo anders verlagert. Also die Daten, die Google zum Beispiel sammelt, dieses ganze, dieses Kraken-Dasein, da muss man sich viele, viele Gedanken drüber machen, was man heute immer noch nicht tut. Viele Firmen sind blauäugig, die sagen, das und das und das und das brauchen wir. Das brauchen wir unbedingt. Wenn der Administrator sagt, das war gefährlich, nein, der Administrator wird überstimmt von dem Manager und sagt, okay, das muss so raus. Mhm. Und
dann ist man irgendwo in einer Zwickmühle gefangen. Man sagt als Firma jetzt, okay, Sicherheit geht vor, Sie sind dafür verantwortlich, wir möchten das und das aber haben. Und zum Teil kann man das nicht durchführen. Ne? Einige Firmen gehen das Risiko an, es wird nichts passieren. Und ich sehe das eben so, dass jetzt in den nächsten 4 bis 5 Jahren es vermehrt zu rechtlichen Problemen kommen wird. Microsoft hat sich ja jetzt nun auch ein bisschen ausgedicht mit der EU und hat etwas nachgegeben mit den Cloud-Diensten, ne? Google auch, aber nichtsdestotrotz, wenn Sie jetzt ansprechen, die lokalen Geschichten, was die Firmen machen können, was die einzelnen Anbieter machen können, jenseits von Google und Co., das wird nicht kontrolliert. Ja. Aber ich meine, dass wir da eben, wenn man sich wirklich ernsthaft Gedanken macht, darf man sowas nicht tun. Also Home-Arbeitsplätze, also ich habe mich da eben auch schon mit einigen Kundenprojekten mit beschäftigt, wo es eben darum ging, sichere Entwicklerarbeitsplätze in einem Homeoffice zu realisieren. Wo der Chef die Meinung hatte, wie kann ich das realisieren, dass jemand Softwareentwicklung zu Hause betreibt, ohne Zugriff auf den Source Code zu haben. Gut, in der Theorie kann man sich da vieles ausdenken, aber die Digitalkamera oder der Videostream von dem, was ich tippe oder von dem, was andere getippt haben, das ist eine Sache, da ist mir nicht viel dazu eingefallen. Also in dem Moment, wo ich die Daten in einem nicht kontrollierten Raum anzeigen kann, habe ich sie im Endeffekt verloren und Daten, die ich nicht weggeben will, darf ich nicht so zur Verfügung stellen, dass sie irgendjemand unkontrolliert ansehen kann. Aber dieses Problem habe ich manchmal ja auch schon in den Firmen selber, wenn denn also einer dort eben filmt und macht und tut. Nicht? Ja, gibt es auch. Gibt es. Ja, also. Also Mobilgeräte, also wie gesagt, kenne ich auch bei einigen Firmen, wenn ich da ankomme, muss ich also mein Mobiltelefon abgeben, zumindest dann, wenn es eine Kamera hat. Also das ist ja nun bei vielen nicht mehr feststellbar, aber einige sind eben rigoros und sagen, gut, alle Waffen abgeben, nicht? Und ja, fertig ist das, nicht? Also, ja. Das ist dasselbe. Ja. Nein, also ich meine, es ist sogar vom Source Code identisch. Also D-Push, es war bloß eben, Debian kann nichts Z-Push heißen. Also, ja, also wir haben zum Beispiel auch im Colab-Server wird ein Protokoll verwendet, die verwenden das Z-Push. Also einige unserer Konkurrenten im Groupware-Bereich benutzen auch dieses Z-Push, weil es eben ein Open-Source-Modell ist, weil es ausgereift und funktionabel ist. Da ist es ja am sinnvollsten, das einfach zu nehmen. Nicht? Also die Lizenz gibt es her und das ist ja gerade das Schöne an den Open-Source-Geschichten. Nicht? Es gibt andere Implementationen, aber das D-Push, meine ich, ist explizit dasselbe. Ja. Ja. Ein WLAN, wo also denn Kabel willst du da nicht ranmachen, machst einfach ein WLAN, was nur durch ein Firewall in das Firmennetz und nach draußen kann. Und da regelst du gegebenenfalls auf Geräteebene, dass du sagst, also da dürfen nur Geräte überhaupt rein, die ich kenne. Und das wäre so mein Ansatz. Also ich weiß, dass militarisierte Zone dafür der falsche Ausdruck ist. Ich hatte es nur als Gegentum von der entmilitarisierten Zone genommen. Das war bei dem Buzzword-Dilettanten von heute Morgen, der weiß ja. Ich kann immer Worte. Dann eine Frage noch zur zukünftigen Entwicklung. Ich weiß ja nicht, wie Microsoft das demnächst vorsehen wird. Microsoft möchte ja selbst von den Zertifikaten etwas weggehen, sondern dann auch biometrische Daten nehmen. Hat man sich da schon drüber gedacht? Das heißt also, Erkennung von Handys, bla bla, natürlich nur mit Fingerabdruck oder Iris-Scan. Dafür sind ja mittlerweile auch die Webcams alle da, in den Handys. Ne? Und ich denke, das wird in den nächsten 3, 4 Jahren kommen.
da ist Z-Push dann noch ein bisschen außen vor. Also nein, solange das über das Protokoll mit abgewickelt wird. Also wir benutzen ja eigentlich nur das Protokoll, das ansonsten nehmen wir das Mobilgerät so, wie es ist. Also es wird ja keine proprietäre Software installiert. Also sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Android benutze ich die eingebaute Software. Das heißt also, wenn der Synchronisations-Client verbindet dich mit einem Exchange-Server. Das ist ja beim Android, sage ich möchte mich mit einem Exchange-Server verbinden und dem verrate ich nicht, dass es kein Exchange ist. Nicht? Dem sage ich einfach nur, das ist die IP-Adresse, das sind meine Anmeldedaten, dann spricht er mit ihm. Wenn davor dann noch biometrische Daten ausgewertet werden und über das Protokoll mit abgeglichen werden, ist das eigentlich für uns, also da das Protokoll auch weiterhin, soweit ich weiß, eben offen ist, würden auch Ergänzungen erfasst werden und auch dann umgesetzt werden. Aber mit dem also wir haben da zum Glück im Vergleich zu anderen Produkten, also bei unserem Outlook-Plugin haben wir ein eigenes Plugin, aber in den Mobilgeräten brauchen wir keine eigene Software, die dazu nötig ist. Sondern es ist da wirklich nur, wir gaukeln dem Gerät vor, er spricht mit einem Exchange-Server. Also es ist letzten Endes dann Aufgabe der LDAP-Daten, in Anführungszeichen, diese Daten bereitzustellen und abzuspeichern. Ja. Nicht Aufgabe von Z-Push. Nein, das ist, also Z-Push gibt das einfach weiter. Also gibt die Authentisierung weiter und sagt, hier, prüf mal, ob der das darf. Also prinzipiell wäre sogar ein Active Directory möglich, das mit Z-Push wird. Ja. Also der Z-Push kann zum Beispiel, also da wäre die Möglichkeit, eben den Zarafa-Server als Authentisierungsmechanismus zu nehmen, der ein Active Directory-Plugin hat und dann direkt mit dem Active Directory, weil im Endeffekt ist es ja auch nur ein LDAP. Ja, natürlich. Nicht? Also, Wer war zuerst da? Ja. Wer hat es erfunden? Jo. Gut. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch weiter viel Spaß. Danke.